Mein Leben war von Geburt an eine Achterbahnfahrt. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass meine Geschichte unrealistisch ist, aber alles, was ich euch jetzt erzähle, ist wahr. Als ich etwa 5 Monate alt war, fand mich ein alter Mann, Mr. O'Sullivan, auf seiner Veranda, als er nach draußen ging, um seine Katze zu füttern. Ich lag in einem Karton, eingewickelt in eine Decke. Ich habe nicht geweint, ich habe mich nur umgesehen. Bevor ich euch erzähle, wie es weitergeht, bitte liked doch das Video und abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren tollen Geschichten verpassen wollt. Danke, ihr seid die Besten. Denkst du vielleicht, dass er sofort die Polizei gerufen hat und versucht hat, mich so schnell wie möglich loszuwerden? Nein, das hat er nicht getan. Er beschloss, sich selbst um mich zu kümmern. Und wenn jemand danach fragte, sagte er, ich sei seine Enkelin. Er nannte mich Julia, nach seiner verschollenen Frau. Als ich aufwuchs, erzählte er mir viele interessante Geschichten über seine Heimatstadt in Irland. Ich ging ins Bett und träumte von Kobolden, Feen und all den coolen Fabelwesen, von denen ich überzeugt war, dass sie dort lebten. Ich nannte ihn mein ganzes Leben lang Opa, bis ich etwa 10 Jahre alt war. Ich wollte die Wahrheit. Du weißt also nicht, wer meine Eltern sind? Nein, und sie haben auch nie nach dir gesucht. Ich habe immer gedacht, dass sie eines Tages hier auftauchen würden, aber das ist nie passiert. Ich nehme an, sie hatten irgendwelche Schwierigkeiten und konnten sich nicht um dich kümmern. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde immer dafür sorgen, dass du glücklich bist und gut versorgt bist. Ich war dankbar für ihn, aber trotzdem traurig. Dann erlebte ich das deprimierendste und herzzerreißendste, was mir je passiert ist. Als ich 15 Jahre alt war und Herr O'Sullivan 90 Jahre alt war, verstarb er friedlich im Schlaf. Ich war ganz allein und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte große Angst davor, in ein Waisenhaus oder in eine Pflegefamilie zu kommen, wo Leute waren, die ich nicht kannte. Ich rief die Polizei und sie kamen mit einem Krankenwagen zu mir nach Hause. Mein lieber Mr. O'Sullivan wurde abgeholt und ich wurde befragt. Ich beschloss, ihm die Wahrheit zu sagen. Und während ich das tat, kamen einige Nachbarn vorbei und beschlossen, ebenfalls zuzuhören. Sie sind also nicht seine echte Enkelin? Er hat dich auf der Veranda gefunden, sagte einer von ihnen. Alle schauten erstaunt. Ja. Bevor ich blinzeln konnte, waren überall Kameras und ich war von Reportern umgeben. Ich wurde gebeten, meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Und ich war ehrlich gesagt so überwältigt von allem, dass ich tat, was sie verlangten. Du kannst heute Nacht bei uns bleiben, Schatz, sagte eine Nachbarin, nachdem alle gegangen waren. Ihr Name war Marina und sie lebte allein. Ich schlief sehr lange, weil ich das immer tat, wenn ich traurig war. Ich wachte auf und Marina schüttelte mich. Julia, Julia, da sind ein paar Leute draußen, die dich kennenlernen wollen. Komm schnell! Ich stand auf und zog mich an, putzte mir die Zähne und ging los, um zu sehen, wovon sie sprach. Als ich im Wohnzimmer ankam, wurde ich von einem sehr gut gekleideten Paar überrascht, das auf der Couch saß. Das sind Melinda und Patrick. Lass mich kurz in der Küche mit dir reden. Sie zerrte mich in die Küche und flüsterte, Julia, das sind 2 der reichsten Leute des Landes. Das sind keine Millionäre, das sind Milliardenreiche. Und sie sind daran interessiert, dich zu adoptieren. Ich weiß, das Leben ist in letzter Zeit sehr traurig gewesen, aber es könnte eine Veränderung sein, die du im Leben brauchst. Vielleicht wird alles gut. Sei einfach nett zu ihnen da draußen. Ich ging zurück ins Wohnzimmer und setzte mich hin. Hey Julia, es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Wir haben von deiner Geschichte in den Nachrichten gehört und fanden sie sehr berührend. Wir sind heute hierher gekommen, um unser Interesse an einer Adoption zu bekunden. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Nun, ich denke, ich kann sowieso nirgendwo anders hingehen, also vielen Dank. Großartig, wir werden die Papiere heute Nachmittag unterschreiben lassen. Kannst du morgen früh abreisen? Fragte Patrick. Ja, ich werde da sein. Nochmals vielen Dank. Den Rest des Tages verbrachte ich wieder mit Mr. O'Sullivans Haus und packte ein paar meiner Lieblingssachen in den Koffer. Er hatte mir das Haus vererbt, aber ich würde es nicht vollständig erben können, bevor ich 18 war. Ich bat Marina, ein Auge drauf zu werfen. Am nächsten Tag war ich bereit abzureisen. Sie holten mich nicht ab, sondern schickten einen ihrer Fahrer. Er fuhr ein sehr teuer aussehendes Auto, obwohl ich die Marke nicht kenne, weil ich mich mit Autos nicht auskenne. Wir fuhren etwa 2 Stunden lang und als wir am Haus ankamen, fühlte ich mich wie in einem unangenehmen Traum. Das ist kein Haus, das ist ein Palast. Nun ja, es ist ziemlich riesig. Ich bring deine Sachen rein. Es kam mir vor, als würde ich einen ganzen Tag brauchen, um durch das Gebäude zu gehen. Als ich durch die Tür kam, war es zu viel, um es zu verarbeiten. Alles sah super teuer aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich zu unwichtig war, um dort zu sein. Und was dann geschah, hat mir dieses Gefühl noch verstärkt. Melinda kam rein und sagte nicht einmal Hallo. Sie war ganz anders als die Person, die ich am Tag zuvor kennengelernt hatte. Komm mit mir, ich zeig dir das Haus, sagte sie ohne zu lächeln. Ich hätte nie gedacht, dass meine neue Mutter so wenig begeistert von meiner Ankunft sein würde. Es gab mindestens 40 Zimmer und jedes war anders eingerichtet als das andere. Die Bäder waren sehr geräumig und rochen wunderbar. Neben den Schlafzimmern gab es alle möglichen anderen Räume, die für verschiedene Zwecke genutzt wurden. Ein Spielzimmer, ein Kino,
Eine Bar, eine riesige Bibliothek und mehrere Spielzimmer. Warum habt ihr so viele Spielzimmer? Oh, die sind für unsere beiden Kinder Carly und Jake. Du wirst sie später kennenlernen. Ich wusste nicht einmal, dass sie noch Kinder haben. Jetzt zeige ich dir dein Zimmer. Ich war froh, denn meine Beine schmerzten vom vielen Laufen. Ich war ein bisschen aufgeregt, als ich mir vorstellte, wie mein luxuriöses Schlafzimmer in diesem riesigen Haus aussehen würde. Aber ich wurde in den Keller geführt. Ich dachte, du solltest mich in mein Zimmer bringen. Sei nicht unhöflich, du bist ein Waisenkind. Sei dankbar für alles, was du bekommst. In dem dunklen Keller gab es eine kleine Tür, die zu einem winzigen Schlafzimmer ohne Fenster führte. Es gab ein kleines Bett mit ein paar schmutzigen alten Laken drauf, ein Schreibtisch und eine Kerze. Es roch muffig. Das war viel, viel schlimmer als mein Zimmer in Mr. O'Sullivans Haus. Das ist dein Zimmer. Ich konnte es nicht fassen. Hier war ich nun in dieser Villa, die Milliardären gehörte, die mich adoptiert hatten und mich im eigenen alten Keller unterbringen wollten. Fast alle Zimmer im Obergeschoss waren schöner und leer mit Blick auf den Ozean. Und ich würde hier festsitzen. Welches Badezimmer habe ich? Draußen gibt es einen Brunnen. Du trägst einen Eimer zum Brunnen, füllst ihn, kommst dann zurück, um dich zu waschen. Draußen gibt es eine Toilette für die Dienerschaft. Die kannst du benutzen. Oh, das hätte ich fast vergessen, dir zu zeigen. Sie führte mich zu einem kleinen Schrank neben dem Bett. Das ist dein Essensvorrat für die Woche. Ich hatte Brot, Kekse, Margarine, ein paar Äpfel und zwei Flaschen Wasser. Heißt das, ich muss hier unten alleine essen? Ja, was hast du denn erwartet? Dass du mit uns reichen Leuten am Tisch isst? Dein Ernst? Sie verließ das Zimmer und ging die Treppe hinauf. Ich saß ein paar Minuten lang völlig ungläubig vor dem Bett. War das ein Scherz? Wie um alles in der Welt konnten sie mich so behandeln, wenn sie doch so viel hatten? Die nächsten Tage waren wahrscheinlich die schlimmsten in meinem Leben. Ich vermisste Mr. O'Sullivan so sehr. Und die Art und Weise, wie ich behandelt wurde, trug nicht dazu bei, die Situation zu verbessern. Ich war wirklich hungrig und hasste das Leben in diesem Keller. Alle im Haus ignorierten mich, sogar die Bediensteten. Manchmal schien Patrick Mitleid mit mir zu haben. Carly und Jake sahen mich an, als wäre ich das Ekelhafteste, was sie je gesehen hätten. Zu allem Übel war ich in der schlechtesten Schule des Bezirks angemeldet. Ich musste 30 Minuten zur Hauptstraße laufen und dann den Schulbus nehmen, obwohl meine Mutter und mein Vater 1000 Autos hatten. Carly und Jake gingen auf eine teure Privatschule. In der ersten Schulwoche konnte ich kein sauberes Wasser aus dem Brunnen holen, sodass ich mich nicht richtig säubern konnte. Die Leute in der Schule fingen an, mich zu hänseln, weil ich stank und arm war. Arm, weil ich nur die gleichen 5 Klamotten hatte und sie jede Woche trug. Ich saß meistens hinten und sprach mit niemandem. Wenn ich nach Hause kam, ging ich direkt in mein Zimmer im Keller, bis ich eines Tages bemerkte, dass meine Adoptiveltern erst viel später nach Hause kamen. Also spazierte ich manchmal durch das Haus, um die Zimmer zu bewundern, oder ich ging nach draußen, um den riesigen Garten zu erkunden. Ich hörte plötzlich was. Psst! Ich sah mich um und erblickte einen komisch aussehenden Jungen in meinem Alter. Du bist das Mädchen, das auf der Türschwelle des Mannes gefunden wurde, nicht wahr? Ich schaute ihn an. Nein, nein, ich will nicht unhöflich sein. Ich finde deine Geschichte so interessant. Es tut mir leid, was dir alles passiert ist. Es ist aber toll, dass du adoptiert wurdest und hier leben darfst. Übrigens, ich bin Todd, ich wohne da drüben, sagte er und deutete auf das Haus nebenan. Es war ebenfalls ein riesiges Herrenhaus. Man könnte meinen, dass mein Leben hier perfekt ist, aber das ist es nicht. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, dass ich ihm vertrauen konnte, aber ich tat es. Ich erzählte ihm alles und er sah aus, als könnte er weinen. Ich wusste schon immer, dass die beiden schrecklich sind, aber ich hätte nie gedacht, dass sie sowas tun könnten. Warum kommst du nicht zu mir zum Abendessen? Und so wurde Todd mein bester Freund. Nach der Schule ging ich zu ihm nach Hause und blieb zum Abendessen. Seine Eltern waren sehr nett zu mir. In dem anderen Haus hat sowieso niemand gemerkt, dass ich weg war. An den Wochenenden blieb ich zu Hause und wenn ich sicher war, dass niemand zu Hause war, ging ich wieder auf Entdeckungstour. An einem Samstag waren Melinda und Patrick mit ihren Kindern in den Wasserpark und ich war alleine zu Hause. Nachdem ich ihren Kühlschrank geplündert hatte und ein paar Snacks in meinen Keller gebracht hatte, beschloss ich ein wenig herumzulaufen. Ich befand mich im 4. Stock und merkte, dass einer der Räume einen Spalt weit offen stand. Ich drückte die Tür auf und schaute hinein. Carly saß auf dem Boden und spielte mit einem Puppenhaus. Es schien ihr Zimmer zu sein. Es sah genauso aus wie ein Prinzessinnenzimmer. Alles glitzerte. Was machst du denn in meinem Zimmer? Ich dachte, du wärst nicht zu Hause. Ich bin zu Hause geblieben, weil ich mich nicht gut gefühlt habe. Du sollst auch unten sein. Du hast hier oben nichts zu suchen. Du gehörst nicht zu uns. Ich rollte mit den Augen und ging weg. Ich hatte keine Lust, mich mit einem dummen Kind zu streiten. Ich ging zurück in den Keller und später an diesem Tag stürmte Melinda durch meine Tür. Was hast du in unserem Haus zu suchen? Hast du deinen Verstand verloren? Du hast meine Tochter erschreckt und ihr Zimmer stinkt fürchterlich. Soll ich etwa den ganzen Tag unten bleiben? Ja.
Wir wollen nicht, dass du dich in unsere Sachen einmischst. Übrigens riechst du wirklich übel. Der Brunnen ist leer, sagte ich. Du hast Hausarrest. Du darfst nicht einmal zur Schule gehen. Mindestens eine Woche lang. Und ich gebe dir nichts zu essen, sagte sie und knallte meine Tür zu. Ich rollte mich auf dem Bett zusammen und war extrem deprimierend. Ich weinte ein paar Stunden lang. Dann hörte ich ein Geräusch in meinem Zimmer. Ich öffnete die Augen und zündete eine Kerze an. Und da war eine Ratte, die in der Nähe des Futterschranks rumlief. Ich hatte fast geschrien, aber dann bin ich hochgelaufen, direkt zur Tür hinaus. Ich kann vieles ertragen, aber keine Ratten. Ich rannte den ganzen Weg zu Todds Haus und klopfte an die Tür. Als niemand öffnete, warf ich Steine an sein Fenster, bis er aufwachte und mich sah. »Was ist los?«, fragte er. Ich erzählte ihm alles. »Ich kann dort nicht mehr bleiben. Ich muss weglaufen. Ich werde mit dir laufen. Das klingt doch aufregend.« »Ich verstehe nicht, warum du das tust. Dein Leben ist doch schon perfekt.« »Du hättest mich doch einfach alleine gehen lassen können, oder?« »Ich verstehe es nicht.« »Naja, eigentlich habe ich dich reingelegt. Wir werden einen Tag lang in einem Hotel wohnen und dann gehen wir mit deiner Geschichte an die Medien. Ich denke, jeder hat es verdient zu erfahren, was mit dir passiert ist.« Am nächsten Tag hatten wir einen wunderbaren Tag. Am Nachmittag rief Todd mehrere Journalisten an, die direkt ins Hotel kamen, um mich zu interviewen. Ich erzählte ihnen alles, was diese schrecklichen Milliardäre mir angetan hatten. Sie waren empört und als meine Geschichte veröffentlicht wurde, waren es auch alle anderen. Wir beide gingen zurück zu Todds Haus, wo seine Eltern mich mit offenen Armen erwarteten. Du kannst bei uns bleiben, bis das alles geklärt ist. Die Polizei ist heute gekommen, um diese beiden furchtbaren Menschen zu verhaften. Und jetzt sind ihre Kinder bei Pflegeeltern. Es ist verrückt, wie sich das Blatt gewendet hat. Seine Mutter umarmte mich. Melinda und Patrick sitzen heute noch wegen Kindesmissbrauchs im Gefängnis. Ich habe keine Ahnung, wo ihre eigenen Kinder sind. Jahre später erfuhr ich den Grund, warum sie mich adoptiert hatten. Bevor ich geboren wurde, hatte Patrick eine Affäre mit seiner Sekretärin und bekam eine Tochter, die genauso aussah wie ich. Melinda wollte ihn nicht an seinem Leben teilhaben lassen und schickte ihn nur ab zu den Bildern. Als er mich in den Nachrichten sah, erinnerte ich ihn so sehr an sie, dass er Melinda anflehte und sie zustimmte, dass sie mich adoptieren konnten. Aber ich erinnerte sie immer noch an die Untreue des Mannes, weshalb sie mich so furchtbar behandelte. Patrick war nicht stark genug, um ihr zu sagen, dass sie aufhören soll. So ist das.